Servus Leute, willkommen zu meinen Neuzugängen April und Mai. Ja, letzten Monat irgendwie, das hat kein Video gereicht einfach. Nicht so wirklich. Im Gegensatz zum März, der von neuen Büchern nur so gestrotzt hat, war der April eher mau. Und einfach nicht drüber, ne? Egal. Nichtsdestotrotz, ich habe ein tolles Buch dazu bekommen aus dem Carlsen Verlag, Auf immer gejagt. Der Carlsen Verlag hat ja zum Erscheinen dieses Buches selber einen Tag in erfunden, den ich auch mitgemacht habe. Wenn ich dran denke, dann werde ich, glaube da oben irgendwo vielleicht den Tag verlinken, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ich fand den echt cool und das Buch fand ich auch echt sehr interessant. Deswegen habe ich auch mitgemacht. Ich lese euch mal hier den Buchrücken hier vor. Im endlosen Wald kennt Tessa jedes Blatt. Dort im Schutz der Bäume fühlt sie sich zu Hause. In ihrer Heimatstadt Stadt Brenton? Hingegen wird sie nur geduldet, denn ihr Vater Saul genießt als Kopfgeldjäger des Königs zwar großes Ansehen, doch Tessas Mutter war eine Verräterin aus dem Nachbarland und dessen Bewohner beherrschen schwarze Magie. Als Saul hinterrücks getötet wird, steht Tessa ganz allein da. Jetzt hat die junge Pferdenleserin nur eine Chance auf ein sicheres Leben. Sie muss im Auftrag des Königs den angeblichen Mörder jagen. Cohen, der Gehilfe ihres Vaters und ihr Freund aus Kindertagen, den sie heimlich liebt. Tessas besondere Gabe sagt ihr, dass Cohen schuldig ist, aber ihr Herz spricht eine andere Sprache. Ja, cool, hat mir irgendwie voll getaugt. Ja, und falls ihr bei mir schon öfters mal reingeschaut habt, ich habe von Heiko Griesbach Hexeninternat ganz gerne gelesen und ich die Reihe geht ja auch weiter. Ja, ich habe bloß noch nicht weiter gelesen, denn irgendwie die Story geht in, 5 Jahre später oder irgendwie so geht die Story weiter. Aber Heiko Griesbach hat eine andere Reihe rausgehauen und zwar richtig zack, zack, zack. Und zwar Wolf Camp. Die Ankunft heißt der erste Teil und ich werde euch da auch mal ganz kurz vorlesen, um was es da geht. Denn ich habe das nur, ich blende es hier mal ein, als Kindle, denn ja, als Taschenbuch scheint es das nicht zu geben, dementsprechend haben wir es halt als auf unseren E-Reader, auf unser Kindle runtergeholt. Der Klappentext. Casita ist erst 15, aber sie merkt, dass etwas mit ihr nicht stimmt, als sie ihren Freund grundlos und mit ungeahnter Kraft verprügelt. Soll sie die Ferien in einem Camp verbringen? Oder ist das eher ein Besserungslager für aufmüpfige Teenager? Dazu passen aber nicht die komischen Andeutungen ihres Bruders und warum nennt er das Lager, in dem er selbst schon gewesen sein soll, Wolfcamp? Als wieder Vollmond ist, passieren seltsame Dinge im Camp. Obendrein geschieht ein Mord und Casita
muss sich fragen, was sie mit dem Verbrechen zu tun hat. Die neue Serie um Casita hat etwas ähnlich wie Romanhefte um die 60 Seiten und erscheint alle 4 bis 6 Wochen. Urban Fantasy für Jung und Alt. Ja, das sind ganz viele Teile mittlerweile. Und ich habe, glaube ich, mir runtergeladen bis Teil 9, glaube ich. Ja. Ich blende hier mal die ganzen Cover ein. Ich gucke hier in meinen Monitor, nicht, dass ihr denkt, ich schiel ein bisschen. Ja. Da ist er. Mal gucken. Ja. Wolfcamp 9. Bis da ist es, ja, glaube ich, draußen. Ich weiß gar nicht, ob das der letzte Teil ist, wie auch immer. 9 Teile mit je um die 60 Seiten. Also es kommt schon was zusammen. Von dem her, ich fand die Story cool und ja, der Heiko Griesbach, der macht halt diesen Stil der Veröffentlichung, anstatt dass er das dann alles ein bisschen mehr zusammenfasst und dann eben ein Buch mit ein bisschen mehr Seiten rausbringt. Ja, haben halt die Bücher immer so um die, normal so um die 150 Seiten. Hier sind es dann eben nur 60 Seiten. Aber deswegen wahrscheinlich auch nicht als Taschenbuch, denn das ist halt ja nur ein Heftchen sozusagen. Und im E-Reader ziehst du dir das eben dann die Story so nacheinander rein. Da ist es nicht schlimm. Ja, von dem her, ja, das ist eine coole Story. Der erste Teil kostet, glaube ich, gar nichts und alle weiteren Teile 99 Cent. Also machst du nichts kaputt und ich denke, das ist eine ganz coole Story, denn irgendwie, das spielt, glaube ich, eben in derselben Welt von Hexeninternat, denn irgendwo ist mir zu Ohren gekommen, dass es da irgendwie so ein Mashup, so ein Mix zwischen Wolfcamp und Hexeninternat oder den ja, Folgeteilen von Hexeninternat und Wolfcamp irgendwie geben soll oder schon gibt. Ich kann euch noch diese 9 hier, ein weiteres Buch, das habe ich noch bekommen, von Bille Schmalenberg, aka Daphne Unruh. Ein Roman, Chaos Mama. Yeah. Ich bin auch gespannt. Ich, wenn ich in einer richtig coolen Stimmung mal bin, muss ich mir das auch mal reinziehen. Aber das ist auch in meinem Kindle bei mir angekommen. Das waren meine Neuzugänge April, Mai 2017. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.